Hi Leute, der Sano hier. Es gibt noch mehr Neuigkeiten in Bezug auf den Space bzw. den Weltraumkram rund um Star Wars Outlaws. Und das Ganze, falls es einige von euch nicht mitbekommen haben, sie gehen da ja einen Weg, den ich persönlich total nice finde und den ich an No Man's Sky die ganze Zeit immer so mega gut fand. Die ganze Zeit von einem Planeten abheben und vom Planeten selbst hoch ab in den Orbit. Und das Ganze funktioniert bei Star Wars Outlaws auch so. Und zwar ist es so, dass jeder Planet und jeder Mond seinen eigenen Orbit hat. Und in diesem Orbit, der ist quasi wie eine Erweiterung der eigentlichen Open World, die man auf dem entsprechenden Planet oder Mond an sich schon hat. Das heißt, man fliegt von dort aus los, hat halt oben auch im Orbit selbst eine ganze Menge Zeug zu machen. Ganz viele verschiedene Points of Interest, die man abklappern kann, wo man eventuell irgendwas findet. Natürlich auch Kämpfe, in die man verwickelt wird. Und da wird es eine ganze Menge an kleineren Dogfights geben, aber auch epische Schlachten sollen auch Teil des Ganzen sein. Da bin ich mal echt gespannt. Wenn man denn, wie gesagt, angesprochen auf die Erweiterung der Open World der Planeten und Monde selbst, wenn man im Orbit selbst ist und kommt an den Rand des Orbits, dann wird man automatisch wohl in den Hyperdrive versetzt und kommt dann in einem anderen Orbit von einem anderen Planeten oder Mond raus. Das finde ich ganz cool, weil das war doch mein erster Gedanke. Ne? Wenn man dann im Orbit ist, wie sieht es denn aus, wenn ich einfach in irgendeine Richtung donner und gucke, wo ich ankomme? Ne? Ich gehe mal stark davon aus, dass man dann schon eventuell die welche anderen Monde und Planeten sieht, wenn man dann schon in die Richtung fliegt, dass er dann, wie gesagt, automatisch in den Hyperdrive geht und man dann dort im Orbit ankommt entsprechend. Und überall gibt es natürlich riesengroße Weltraumstationen, an denen man halt andocken kann, wo man landen kann, und dort gibt es dann Sidequests, mehrere Händler, wo man verscherbeln und kaufen kann und einfach ein bisschen mehr Info einholen kann. Richtig nice klingt das. Das ist so eine Sache, die ich persönlich hier, ich weiß nicht, wer von euch Starfield gespielt hat, aber das hat mich ja diesbezüglich extrem enttäuscht. Das war alles so leblos, ne? Und auch das die ganze Zeit dieser Ladebalken. Das ist furchtbar. Fand ich nicht so toll. Also quasi wirklich im Prinzip klingt es genauso wie das, was ich persönlich von einem Star Wars Game so schon immer wollte eigentlich. Ne? Warum immer nur auf dem Planeten oder nur im Weltraum? Die perfekte Verbindung von beidem ist genau das, was den Star Wars Spielen generell gefehlt hat, finde ich persönlich. Und wenn sie es halt, wie gesagt, schaffen, jetzt schön die Open World im Orbit auch noch sehr, sehr interessant zu gestalten, dann kann das hier echt was werden, abgesehen von dem Preischaos, was Ubisoft da macht. Das ist absolut, absolut scheiße. Aber, wie gesagt, bis dahin, haut mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Kram haltet. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke euch. Bye.